Entscheidungsfindung ist der eigentliche Kern und die Essenz im Management. Obwohl grundsätzlich jeder in einer Organisation Entscheidungen trifft, ist aber die Entscheidungsfindung für Manager besonders wichtig. Die meisten Entscheidungen, die Manager treffen, sind sogenannte Routineentscheidungen, wie beispielsweise die Entscheidung, welche Mitarbeiter in welcher Schicht arbeiten oder wie eine Kundenbeschwerde zu lösen ist. Während Sie diese Entscheidungen treffen, geht es stets um vier Prinzipien des Entscheidens: Planung, Führung, Organisation und Kontrolle. Bei der Planung geht es immer um die Entscheidung, wie ein bestimmter Aspekt sich in der Zukunft entwickelt. Bei der Planung antizipiert ein Manager also die zukünftigen Zeitabschnitte bezogen auf zukünftiges wirtschaftliches Handeln im Unternehmen. Was sind die langfristigen Ziele der Organisation? Mit welchen Strategien erreichen wir am besten diese Ziele? Was sind die kurzfristigen Ziele der Organisation? Und wie schwierig sollten wir die individuellen Ziele der einzelnen Personen gestalten? Diese und ähnliche Fragen zählen zu den Planungsentscheidungen, die einen Großteil der Zeit des Managers beanspruchen. Im Gegensatz dazu geht es bei der Führung und Leitung um Entscheidungen, die sich immer auf bereits stattgefundene Ereignisse beziehen. Wie geht man mit einem unmotivierten Mitarbeiter um? Was ist der effektivste Führungsstil in einer bestimmten Situation, die uns vor große Herausforderungen stellt? Wie wirkt sich eine Veränderung am Markt, beispielsweise ein neuer Wettbewerber oder eine neue Technologie, auf die Produktivität der Arbeitnehmer aus? Führungsentscheidungen sind also immer Reaktionsentscheidungen, die sich auf eine vergangene, bereits abgeschlossene Zeitperiode beziehen. Der dritte Aspekt im Management ist das Organisieren. Die Organisation ist eine Methode, mit der das Unternehmen seine Strukturen in bestimmte Teilaspekte zerlegt und der Manager nun durch sein Wissen und sein Können diese auf neue Art und Weise rekonstruiert und wieder zusammensetzt. Manager stellen sich beispielsweise Fragen zur optimalen Anzahl der Mitarbeiter, die ein einzelner Manager führen kann, oder wie stark eine bestimmte Organisation zentralisiert werden sollte, oder wie Jobs und Stellen designt werden und welche Aufgaben ein bestimmter Arbeitnehmer bekommt. Auch geht es darum zu entscheiden, wann eine bestimmte Organisationsstruktur neu etabliert werden sollte. Durch diese Entscheidung zur Organisation verändern wir also die Organisation in ihren ursprünglichen Strukturen. Der letzte Managementbereich ist der der Kontrolle und Steuerung. Welche Aktivitäten müssen in der Organisation kontrolliert werden? Wie sollten diese Aktivitäten kontrolliert werden? Also sprich durch welche Zahlen und Zahlenwerke? Und auch wichtig, wann ist eine bestimmte Leistungsabweichung überhaupt signifikant? Und welche Art von Management-Informationssystemen sollten wir nutzen, um an diese Zahlen zu kommen? Bei all diesen Fragen geht es um Fragen der Kontrolle der Abläufe und der Ergebnisse, die letztendlich die Organisation produziert. Bei allen diesen Aspekten wollen Manager möglichst gute Entscheidungsträger sein und ein perfektes Entscheidungsverhalten auch an den Tag legen. Das hilft ihnen, dann vielleicht später als möglichst kompetent und intelligent gegenüber ihren Vorgesetzten, ihren Mitarbeitern oder auch ihren anderen Kollegen zu erscheinen. Um dies zu tun, wenden Manager bestimmte Entscheidungsmodelle, manchmal bewusst, manchmal weniger bewusst an. Drei dieser Entscheidungsmodelle möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Das erste Entscheidungsmodell ist das der rationalen Entscheidung. In einer perfekten Welt geht es dabei möglichst darum, vollkommen objektiv und logisch zu entscheiden. Wie? Durch Einsatz der rationalen Entscheidungsfindung. Eine Managerin müsste dabei stets völlig logische und konsistente Entscheidungen treffen, die stets den ökonomischen Wert des Unternehmens maximieren. Das zu lösende Problem müsste stets klar umrissen sein. Der Entscheidungsträger hätte stets das Ziel und die Lösung klar vor Augen und würde alle möglichen Alternativen und Konsequenzen vorhersehen. Letztlich würde eine völlig rationale Entscheidungsfindung konsequenterweise dazu führen, dass wir immer die Alternative mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wählen, die das Geschäftsziel uns erreichen lässt oder eben den Wert des Unternehmens maximieren lässt. Auf Führungsebene wären unsere Führungskräfte niemals von Eigeninteresse getrieben, sondern sie würden ihre Entscheidung immer auch im Wohl der Organisation treffen. Obwohl aus ökonomischer Sicht diese gewünschte Klarheit, Objektivität und Logik und die damit verbundene vollkommene Informationszeit zu einem bestimmten Problem wünschenswert wäre, ist das Modell der rationalen Entscheidung sicherlich kein realistischer Ansatz für die Managementwelt. Da die meisten Entscheidungen, die Manager treffen, nicht den Ansprüchen einer perfekten Rationalität entsprechen, ist ein realistischerer Ansatz zur Beschreibung der Art und Weise, wie Manager entscheiden, das Konzept der sogenannten eingeschränkten Rationalität.
Das bedeutet, dass Manager zwar rationale Entscheidungen treffen, aber ihre Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung eingeschränkt oder begrenzt sind. Dies hängt damit zusammen, dass es natürlich unmöglich ist, alle Informationen über alle Alternativen analysieren zu können. Manager geben sich also bei diesem Ansatz mit den vorhandenen Informationen zufrieden, auf die sie zugreifen können und die sie verarbeiten können. Das heißt, sie akzeptieren die Lösung, die gut genug ist. Lassen Sie uns das an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, Sie selbst suchen als frisch gebackener BWL-Absolvent einen neuen Job mit einem Mindestgehalt von 55.000 Euro pro Jahr innerhalb von 100 Kilometern Entfernung zu Ihrem Wohnort. Und Sie akzeptieren dann einen Job 100 Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt zu einem Anfangsgehalt von 53.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie hier die Möglichkeit gehabt hätten, maximale Informationen einzuholen und vollkommen rational zu entscheiden, dann hätten Sie möglicherweise auch dann den Job noch gefunden, der nur 50 Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt ist und bei dem Sie ein Gehalt von 59.000 Euro bekommen. Aber Ihnen war das erste verfügbare Stellenangebot gut genug und Sie nahmen es an. Ihre Entscheidung war also immer noch rational, aber innerhalb der begrenzten Möglichkeiten zur Informationsrecherche und der Informationsverarbeitung. In der Realität von Unternehmen finden diese Entscheidungsmodelle breite Anwendung. Denken Sie nur an Entscheidungsfindungen, die geprägt sind durch eine bestimmte Kultur in der Organisation oder auch die internen Machtverhältnisse oder auch bestimmte Unterschiede in der Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern. All diese Faktoren wirken sich auf die Begrenzung unserer Rationalität aus. Um die dritte Methode kennenzulernen, sollten wir uns kurz mit einem Mann beschäftigen, der diese Methode für sich verinnerlicht hat und seine Entscheidung grundsätzlich darauf basiert. Diego de la Valle, Chef des Luxusmodeherstellers Tod's und auch Geschäftsführer eines Imperiums für Premiumschuhe. Er gibt sich nicht mit diesen typischen rationalen Entscheidungshilfen wie Fokusgruppen, Samples, Umfragetests oder Statistiken zufrieden. Nein, er trägt einfach die Schuhe der neuen Kollektion selbst. Das macht er ein paar Tage und wenn er dann feststellt, dass sie nicht ganz nach seinem Geschmack sind, dann werden sie auch nicht mit in die neue Kollektion aufgenommen. Sein intuitiver Entscheidungsansatz hat geholfen, Tod's zu einem erfolgreichen multinationalen Unternehmen zu machen. Beim intuitiven Entscheidungsansatz gehen wir also davon aus, dass Manager Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Erfahrungen, Gefühle oder ihrer eigenen Werturteile treffen. Es geht also weit mehr um unbewusstes Denken als um bewusste Entscheidungsfindung. Umfragen zeigen uns, dass fast die Hälfte aller Manager sich häufiger auf ihre eigene Intuition verlässt als auf formelle Analysen. Die Abbildung zeigt uns 5 verschiedene Aspekte der Intuition. Auch wenn die Intuition möglicherweise nicht für alle Probleme geeignet ist, kann es doch erfolgreich sein, wenn rationale Entscheidungsgrundsätze um intuitive Entscheidungen ergänzt werden. Auch ist es dann nützlich, wenn es um schnelle Entscheidungen geht und aufgrund begrenzter Zeit ein Problem, das bereits schon einmal gelöst wurde, mit ähnlichen Ansätzen gelöst werden kann. Viele Manager verlassen sich dabei auf ihre erfahrungsgeleitete Intuition. Aber Vorsicht ist natürlich auch geboten bei sehr starken Gefühlen und Emotionen, die im Entscheidungsprozess eine Rolle spielen. Diese verfälschen natürlich auch die intuitiven Entscheidungen. Heute helfen uns auch technologische Ansätze, diese Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen rationaler zu treffen. Das machen sogenannte Expertensysteme, die schon seit längerem entwickelt werden und eine Rolle im Managementprozess spielen. Es geht darum, die Erfahrungen von Managern in Softwareprogrammen festzuhalten. Diese Software unterstützen dann andere Menschen bei der Analyse unstrukturierter Probleme. Sie führen den Benutzer durch ein bestimmtes Problem, indem sie nacheinander Fragen stellen, die es dann ermöglicht machen, die Situation auf der Grundlage der bereits gegebenen Antworten zu bewerten. Hinterlegt sind programmierte Regeln und auch tatsächliche Lösungsansätze anderer Experten und Manager. Zum Einsatz kommen heute beispielsweise dabei Instrumente der künstlichen Intelligenz. Mit neuronalen Netzwerken wird versucht, mittels Computersoftware die Struktur und die Denkstruktur von uns Menschen zu imitieren, sodass Computer in der Lage sind, ähnlich gute Entscheidungen wie Menschen zu treffen.
Möglich wird es dann beispielsweise, dass Computer bestimmte Muster und Trends erkennen, die kein Mensch finden würde. Computer sind beispielsweise in der Lage, Korrelationen zwischen Hunderten oder gar Tausenden von verschiedenen Merkmalen und Variablen wahrzunehmen. Das kann unser begrenztes menschliches Gehirn nicht so einfach erledigen. Wir sind in der Lage, 2 bis 3 Variablen auf einmal zu analysieren und daraus Muster zu erkennen. Der Nachteil dieser heutigen Systeme ist allerdings, dass sie noch sehr stark auf einen bestimmten Problembereich angewendet und konzentriert werden können. Es ist also nicht möglich, die Kreativität, Emotionalität oder Intuition der Menschen in Computersystemen damit nachzubilden.